Hi Leute, heute möchte ich euch einmal kurz den Schaltplan zeigen von dem Frequenzgenerator, Mittelwellenfrequenzgenerator. Wir haben hier die 8 Dip-Schalter, die sind einfach nur an B0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angeschlossen und die gehen alle auf, die schalten alle auf Minus von dem Peak. Dann ist hier Minus und Plus angeschlossen, Minus und Plus ist auch an dem DTS 9823 angeschlossen und dann die drei Datenleitungen A0, A1 und A2. Auch am DTS angeschlossen. Die Schaltung ist sehr einfach und die Schaltung ist die hier und die funktioniert sehr gut. Man kann sehr gut Frequenzen einstellen. Jetzt kommen wir aber zu einer Modulationsschaltung. Die sieht so aus und ich habe die hier mal aufgezeichnet. Ich werde euch die dann gleich mal vorführen, gleich mal zeigen. Das ist so eine Gilbert-Zellmodulationsschaltung. Allerdings kann ich den Arbeitspunkt von dem Transistor hier extra mit Body einstellen. Dadurch kann ich den Träger dazu mischen. Ich habe hier das DTS-Eingangssignal, also hier dann der Out-Pin hier, der Gülbi, der geht hier drauf und Minus und Plus ist angeschlossen. Also es sind nur drei Kabel, Plus, Minus und der Gülbi-Out, der Frequenzausgangspin. Der geht hier rein in die Schaltung, wird gemischt mit dem Audiosignal, geht auch hier rein, also 10N und hier habe ich 10N und 4,7K und noch ein 10K auf Masse, damit die Leitung hier abgeschlossen ist. Und hier Audio habe ich ein 100N und einen 10 Kiloohm Widerstand auf die Basis. Hier ein 1N und hier auch ein 1N, dass das HF von hier oben, von da, hier nicht reinstört. Daher mit 1N quasi kurz geschlossen. Dann hier ein K, oben auch 2NK und hier ein Megaohm, ein Megaohm, ein Megaohm, ein Megaohm. Das war es dann eigentlich schon. Dann gehe ich hier von der rechten Basis, also hier tue ich das Audio rein und von der rechten Basis gehe ich mit 300 Kiloohm Widerstand auf dem 10K, der zwischen plus und minus 5 Volt ist. Und damit kann ich dann den Träger einstellen oder auch den Träger komplett unterdrücken, sodass ich dann SSB sende. Ich habe hier dann an den beiden inneren Kollektoren den HF-Ausgang. Eigentlich haben wir hier einen Ausgang und hier einen Ausgang. Wir können einen von beiden nehmen. Ich habe mich entschieden, die beiden da zu nehmen, den Ausgang. Hier haben wir HF-Eingang. HF-Eingang geht hier blau zu einer Basis und zu zwei Basis, also zu denen da. Der zweite Eingang ist offen. Da wird nur die Basis mit der Basis verbunden. Das wäre der zweite Eingang, der ist offen. Zweiten Eingang nicht anschließen, die Basis zu der Basis nicht anschließen. Nur ein Eingang angeschlossen, der von der Basis zu der Basis geht. Verbinden müsst ihr natürlich die Transistoren trotzdem, die beiden Basen verbinden. Und die beiden Basen verbinden, dann viermal ein Megaohm. Und zwar der kriegt ein Megaohm, der ein Megaohm. Dann die beiden Basen kriegen ein Megaohm und die anderen zwei Basen kriegen ein Megaohm. Dann passt es wieder. Okay, dann das zeige ich euch dann noch und ich habe hier dann beim HF-Ausgang noch einen linearen Endverstärker gebaut mit 300 Kiloohm und 220 Kiloohm von Basis auf Kollektor, 470 Ohm von Kollektor auf Plus und 47 Ohm von Emitter auf Minus. Da gehe ich hier, also über 10N gehe ich hier direkt da drauf und über 100N gehe ich raus. Das ist mein HF-Ausgang und da habe ich dann schon, kann ich bis 2 Volt Pegel machen. Okay, dann zeige ich euch das mal. Ich habe hier die Schaltung aufgebaut. Hier habe ich das Oszilloskop dran. Und ich habe noch keine Audio, also ich moduliere noch nicht mit Audio. Ich habe hier das Body, das ich im Schaltplan gezeigt habe. Und wenn ich auf den Oszilloskop schaue, dann kann ich hier das größer stellen. Und hier, wenn das Body in der Mitte ist, also wenn es in der Mitte ist hier, dann habe ich gar keinen Träger. Dann habe ich den Träger komplett unterdrückt. Und wenn ich es dann aufdrehe, das Body hier, also Richtung Minus drehe ich das, dann kann ich hier den Träger machen und irgendwann fängt er an zu verzerren. Jetzt fängt er unten an zu verzerren. Jetzt stößt er unten an die Grenze. Aber das liegt daran, weil ich drehe mal zurück auf 1 Volt. Das liegt daran, weil ich nur 5 Volt Versorgungsspannung habe. Und wenn ich dann aufdrehe, hier begrenzt er unten und hier begrenzt er oben. Und dann habe ich hier ein Rechtecksignal. Ist klar, weil ich habe nur 5 Volt Versorgungsspannung. Und hier gehe ich 2 Volt runter und 2 Volt hoch. Das sind schon 4 Volt. Etwas über 4 Volt. Ich kann den sicher nur bis zu dem Pegel betreiben. Weil ich nur 5 Volt Versorgungsspannung habe und eine lineare Class A-Einstufe habe. Das heißt, das ist mein Signal. Und um gut Amplituden modulieren zu können, muss ich es auf die Hälfte noch runter machen. Das heißt, ich habe jetzt oben 2, um 3, unten 3. Das heißt, unten
So F1,5, na gut, in den Modulationsspitzen könnten wir ein paar Verzerrungen machen. Aber ist nicht so wild. So, jetzt schalte ich mal das Mittelwellenradio ein. Die Frequenz dürfte ich noch eingestellt haben. Dann mal Audioquelle. Da müsste man gleich die Amplitudenmodulation sehen. Ich mache ein bisschen lauter. Ich kann auch ganz laut machen. Ich mache das Radio mal leiser. Und drehe mal voll auf die Audioquelle. Die schaut dann so aus. Man merkt schon, das übersteuert total. Ich muss leiser machen. Okay. So in etwa. Hier habe ich Mittelwellenantenne. Ist bei Mittelwelle und den Störungen immer ein bisschen schwierig. Und es ist laut. Ja, okay. Funktioniert aber. Ja. Mikrofon habe ich hier liegen. Die Qualität ist eigentlich ganz gut. Jetzt, wenn ich auf eine andere Frequenz will, ich bin jetzt bei 1,1 MHz, dann tue ich einfach die Dip-Schalter hier ändern. Ich tue den mal runter. Dann bin ich auf 576 kHz. Und jetzt muss ich hier mit dem Radio auch auf 576 kHz. Da bin ich. Natürlich stören alle möglichen Geräte da rein, das Oszilloskop stört da rein. Wenn ich die Massiverbindung abmache, dann ist es schon besser. Aber es schaut auch gut aus. Und ich habe, auch wenn ich eine andere Frequenz anstelle, noch schön Sinus. Hier. Das Oszillator zeigt mir, glaube ich, etwas weniger Modulationspegel an, als er tatsächlich ist. Also ich glaube, dass der Modulationspegel stärker ist, als es anzeigt. Ich müsste mal mit dem alten Oszillator, mit analogen Oszillators messen, weil ich kann schon noch lauter aufdrehen. Jetzt, wenn ich den Träger mit dem Potty wegmache, dann habe ich ein DSB-Signal hier. Dann habe ich ein Doppelseitenbandsignal hätte ich jetzt. Okay, es verzerrt da leider auch etwas, wenn man das Tauberer aufbaut, sodass hier die Stufen sich nicht gegenseitig reinstreuen können und stören können auf Steckboard. Das müsste man auf eine normale Platine aufbauen. Dann wird es, denke ich, besser. Und das wäre hier oben die vier Transistoren, unten die zwei, so wie ich in der Schaltung auch gezeigt habe. Ja. Dann hier mit dem Potty die Sendeleistung einstellen. Ich gehe mal hoch. Also ich gehe mal mit der Trägerleistung hoch. Je höher ich gehe, desto mehr wird es rechteckig. Ja. Je höher ich gehe, desto mehr wird es rechteckig, weil ich nur eine kleine Versorgungsspannung habe. Aber die Qualität ist, finde ich, schon gut. Jetzt geht es nur darum, das Signal mit einem Endverstärker noch weiter zu verstärken. Und da bin ich dran, das probiere ich. Aber so als Modulator funktioniert das, denke ich, ganz gut. Hier nochmal die komplette Schaltung dazu. Das ist die Schaltung von dem Modulations- und Verstärkerteil. Und hier die Schaltung zum DDS. Die ist echt sehr einfach, die erzeugt einfach nur eine Frequenz. Und hier wird die Frequenz mit A moduliert und ein wenig verstärkt. Okay, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.